Liebe Zuschauer, es gibt nichts Besseres als das Gefühl von Sicherheit. Und Sie werden das wahrscheinlich auch kennen, ob es zu Hause ist. Man möchte sich einfach sicher fühlen, man möchte sich wohlfühlen oder aber auch gesundheitlich. Denn ich glaube, so ein schlechtes Gefühl, wenn man nicht weiß, ob alles in Ordnung ist, ist das Schlimmste, was es überhaupt geben kann. Und gerade auch, wenn es da um geliebte Angehörige geht. Wenn man zum Beispiel jemanden in der Familie hat, wie die herzallerliebste Mama oder auch eine sehr, sehr gute Freundin, die vielleicht auch nicht mehr ganz so fit auf den Beinen ist. Die zum Beispiel schon Vorerkrankungen hat, mit dem Herzen oder auch unter Bluthochdruck leidet, öfter mal Kreislaufprobleme erleidet oder vielleicht auch schon einen Schlaganfall hatte. Ja, genau solchen Menschen, liebe Zuschauer, möchten wir jetzt helfen. Und gleich auch Ihnen mit der Möglichkeit, immer auf sich aufmerksam zu machen, wenn es denn dann zum Fall der Fälle, und wir klopfen hier an dieser Stelle mal auf Holz, kommen sollte. Mit unseren fantastischen Handys. Und vor allem mit dem Garantruf Premium Ralf, denn das ist, glaube ich, eine Erfindung, die ist einfach so wahnsinnig toll und gut und vor allem so erleichternd. Richtig, also wir brauchen uns um unsere Senioren keine Sorgen mehr zu machen, weil im Notfall können sie mit diesem ganz einfachen Handy Hilfe holen. Wie das geht, werde ich Ihnen gleich sagen, aber was ich erstmal wichtig finde, ist, dass viele der Generation, sage ich jetzt mal Ü70, Angst haben vor den ganz modernen Smartphones. Smartphones, wir wissen das, das sind Computer und da muss man einfach eine gewisse Fähigkeit haben und das ist oftmals zu mühselig. Und wenn man heute in ein Geschäft geht und sagt, ich möchte ein Handy, mit dem ich nur telefonieren kann, ganz einfach und so gestrickt, dann sagen die, oh, tut mir leid, alles andere haben wir da, bis zu 1000 oder 1200 Euro, aber so ein einfaches Klapphandy, mit dem man nur telefonieren kann, ist normalerweise nicht da. Das haben wir jetzt und Sie sehen gleich, wir haben hier vorne ein Display, da komme ich gleich auch noch dazu, aber ich möchte Ihnen erstmal zeigen, wie einfach das ist. Einmal geöffnet und dann sehen wir, es ist schon an. Es zeigt mir jetzt natürlich SIM einfügen, also hier haben wir keine SIM-Karte drin. Sie zu Hause machen eine rein, vertragsfrei, weltweit frei wählbar und dann können Sie hiermit bzw. Ihre Angehörigen damit telefonieren. Was ich ganz wichtig finde, ist ein unglaublich großes Display und sehr große Zahlen. Wenn ich hier jetzt etwas eintippe, hören Sie mal hin, dann wird mir das auch angesagt. Also sehr, sehr, jetzt gehe ich natürlich wieder zurück, sehr, sehr seniorenfreundlich. Auch die Menüführung aufs Nötigste reduziert. Hier haben wir ein Telefonbuch, da kann ich einmal natürlich ganz einfach die Telefonnummern hinterlegen, so wie wir es können. Aber ich kann hier auch, und das möchte ich Ihnen auch mal zeigen, Bilder hinterlegen. Dann wird es noch einfacher. Ich habe hier jetzt mal zwei hinterlegt, das ist unser Julian und unser Lutz. Das heißt, jetzt braucht der Senior eigentlich nur das Bild anschauen und weiß, wen er anrufen will. Er braucht nicht mal die Nummer oder Ähnliches zu tippen. Und jetzt kommen wir ganz kurz zum Display vorne. Wenn jetzt jemand von den hinterlegten Personen anruft, dann sehe ich hier vorne im Display das Bild und weiß gleich, aha, mein Sohn, meine Tochter, mein Enkel, wer auch immer hier hinterlegt ist, ruft an. Also einfacher geht's gar nicht, aber ich möchte Ihnen noch ein Highlight zeigen, was ich persönlich hervorragend finde und was ich manchmal auch gebrauchen könnte. Also SMS ist natürlich bei einem Handy möglich, kann man nutzen, muss man aber nicht. Hier sehen wir natürlich den Anrufverlauf, wenn man mal wissen will, die letzten gewählten Nummern. Ein Wecker kann ich auch einstellen für, ist zum Beispiel interessant, für Termine oder Ähnliches. Und das hier, das finde ich besonders schön, eine Lupe. Weil jetzt schauen Sie mal, jetzt mache ich die an und jetzt habe ich hier eine unglaubliche Vergrößerung. Schauen Sie meine Finger an, da sieht man schon. Aber wenn ich jetzt mal vorm Fahrplan stehe zum Beispiel und den trotz Brille, weil der ist oftmals so klein, nicht lesen kann, dann nehme ich die Lupe und plötzlich kann ich alles. Siehst du, wie groß die Buchstaben wir sehen hier. Schau mal da. Ha? Siehst du, jetzt kann ich alles lesen und zwar problemlos. Also das ist eine der weiteren Optionen. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast, Vivian. Man macht sich Sorgen, wenn mal was passiert, ein Schwächeanfall oder ein Kreislauf oder Ähnliches. Oder man stolpert und kommt nicht mehr weg. Dann haben wir hier auf der Rückseite diese rote SOS-Taste. Die ist auch sehr, sehr schön vertieft angelegt. Sie sehen das von der Seite. Das steht nicht raus, sondern das ist etwas vertieft. Das ist ein Schutz, um es nicht aus Versehen auszulösen, sondern ich muss gezielt 2 Sekunden draufdrücken. Und dann passiert Folgendes. Hier, ich als Angehöriger hinterlege hier 5 bis zu 5 Notfallnummern, also die engsten Verwandten und als letztes zum Beispiel als 5. Nummer die Feuerwehr. Jetzt versucht dieses Handy, sobald das SOS ausgelöst ist, die Nummern anzurufen mit einem sogenannten Garantanruf. Wenn niemand dran geht oder ein Anrufbeantworter merkt, dass das Telefon ruft, sofort die nächste Nummer an, bis jemand dran geht, mit dem man auch garantiert
garantiert spricht, also mit einem Menschen. Und dann schaltet das Telefon auch automatisch auf Freisprechen und ist somit der Senior, selbst wenn er nicht mehr in der Lage wäre, das Handy aufzumachen oder es ans Ohr zu heben, können wir hier über Lautsprecher telefonieren. Und das gibt mir als Angehöriger die Sicherheit, wenn mal was wäre, kann sich mein Angehöriger, die liebe Person, die halt schon ein klein wenig älter ist, kann sich trotzdem bemerkbar machen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Ist immer mehr im Kommen, weil auch die Generation, und ich sage jetzt mal Ü70, es kann auch Ü80 sein, es kann auch 80-Jährigen geben, die mit dem Smartphone super zurechtkommen. Das ist jetzt nur mal eine Hausnummer. Derjenige, der halt sagt, ich möchte ein Handy einfach nur zum Telefonieren, zum erreichbar sein, zum Anrufen und für den Notfall gerüstet sein. Und das hier mit dem zweiten Display, das finde ich besonders schön, weil ich hier immer sofort im hellen Display dann sehe, wer anruft, also mit dem Foto. Ich möchte an dieser Stelle, liebe Zuschauer, auch mal von den Menschen aus weggehen, die sagen, ich möchte ein Handy haben, um erreichbar zu sein. Vielleicht muss man auch den einen oder anderen zu seinem Glück etwas zwingen. Man hat die Sätze schon öfter gehört, dass es zu kompliziert ist, zu anstrengend ist, mit einem normalen Handy umzugehen. Dann hier jetzt einfach mal für 56,91 € bestellen und dann geben. Das ist so intuitiv gemacht und vor allem sowas von sicher mit der PX 2971 und der 569. Jetzt im Notruf Klapphandy, liebe Zuschauer, mit der Garantruf-Premium-Funktion. Ja, bitte, Ralf. Ja, und noch ein ganz wichtiger Punkt, da geht es ums Aufladen. Ich muss hier kein Kabel reinflümeln, sondern ich habe eine Ladestation wie früher bei den Haustelefonen. Da stecke ich es gerade rein und das muss ich auch nicht allzu oft machen, weil 10 Tage Standby oder 4 Stunden Dauertelefonat, also da hält der Akku mal eine ganze Weile. 56,91 € PX 2971 und die 569, unser Notruf-Klapphandy jetzt hier einmal, Sie haben es gesehen, mit dem Display, das Ganze auch noch Hörgeräte kompatibel, was ja auch sehr wichtig ist, wenn wir über Menschen sprechen, die sich im goldenen Alter befinden. Aber wir haben noch ein weiteres Modell, das ist jetzt wichtig. Wenn Sie das jetzt bestellen möchten und innerhalb der nächsten 2 bis 3 Werktage schon zu Hause haben wollen, dann bei dem Modell zugreifen. Das, was wir Ihnen jetzt zeigen, ist unser absoluter Bestseller und Renner, wird erst ab dem 26.10. wieder ausgeliefert. Da sind wir jetzt aber auch unter 50 €, 47,10 €, um genau zu sein. Und es hat noch, also zum SOS-Garant-Anruf, den wir hier natürlich auch haben, noch ein paar Zusatzsachen. Zum Beispiel kann ich hier eine Erinnerung einmalig, zehnmalig oder sogar täglich geben, zum Beispiel Medikamente benehmen. Bitte vergiss deine Herztabletten nicht oder ähnliches. Und das alles auch ganz einfach für Sie einzustellen. Hier über die Menütaste und dann sehen Sie hier die verschiedenen Optionen immer ganz, ganz groß. Und ich gehe jetzt extra mal dorthin. Hier Sprachaufnahmen und wir haben Spracherinnerungen. Spracherinnerungen ist jetzt diese Termine. Die kann ich dann wie ein Wecker einsetzen und kann das sogar täglich wiederholen lassen. Das geht für einmalige Termine, für Arzttermine oder eben auch für die Medikamente. Und hier ist auch was Schönes. Bei diesem Sprachrekorder kann ich dann aufnehmen, zum Beispiel, was ich einkaufen will und kann mir das unterwegs anhören. Hier noch eine längere Akkulaufzeit. Wir haben hier bis zu 15 Tage Standby, 7 Stunden Dauertelefonieren. Und hier ist auch noch was Schönes, die Servernummer oder die Hauptnummer, die hinterlegt ist hier, die bekommt sogar eine Nachricht, wenn der Akku mal schwach wird. Also so eine Erinnerung, dass man doch den Senior daran erinnert, dass er mal den Akku laden soll. Und wir sehen auch hier wieder die Bilder. Ich habe mal uns 4 hier, also Kathi sehen wir, Vivian sehen wir, da oben ist der Lutz und mein Bild hinterlegt. Jetzt könnte ich aufgrund des Fotos die entsprechende Person anrufen. Natürlich auch hier dieser SOS-Garant-Anruf und natürlich auch hier die komfortable Ladestation, sodass ich niemals hier irgendwelche Kabel reinfluttern muss, sondern ich stelle es ganz bequem in den davor mit im Lieferumfang enthaltenen Ständer und dort lädt es dann automatisch wieder auf. PX 2397 und die 569, Ihre Bestellnummer wird ausgeliefert ab dem 26.10. Das heißt, wenn Sie sagen, ich kann auch noch ein paar Tage warten, 47,10 € auch gerne da jetzt zugreifen. Und was wäre doch schön, wenn man das Handy jetzt auch an sich hätte, ne? Mit den Nummern von der Kathi und vom Ralf und vom Lutz, liebe Zuschauer, da speichern Sie Ihre Nummern ein. Und wir sehen, Taschenlampe gibt es auch gleich mit dazu. Deshalb in die Leitung gehen und bestellen und daran denken, dass ich hier Garantruf Premium mit dem Display, liebe Zuschauer, das Handy jetzt schon auslieferbar ist. Da dürfen Sie auch gern zugreifen. Also in die Leitung gehen und bestellen. Ganz, ganz viel Sicherheit, ganz viel Wohlbefinden und vor allem ganz viel Gesundheit wünschen wir Ihnen.